Wanda Bartwal könnte nicht glücklicher sein, vor 2 Monaten erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, wie das einstige Model seinen Fans nun via Instagram mitteilt. Mit geschlossenen Augen drückt Wanda Bartwal, 36, ihren kleinen Sohn an sich, das Mutterglück steht ihr ins Gesicht geschrieben. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist stolz, die süßen Neuigkeiten nun auch endlich mit ihren rund 37.000 Instagram-FollowerInnen zu teilen. Wanda Bartwal zeigt Sohn Bodhi. Ich freue mich jetzt sehr, mit euch die frohe Botschaft zu teilen. Das vor 2 Monaten, genau genommen am 21. September 6 um 16.33 Uhr mit 3200 Gramm unser süßer Sohn Bodhi kerngesund das Licht der Welt erblickt hat, zick, schreibt Wanda Bartwal zu den niedlichen Fotos, auf denen Bodhi erstmals ihrer Community präsentiert wird. Das Gesicht des kleinen Mannes zeigt die frischgebackene Mama allerdings nicht. Wir sind sehr glücklich und fühlen uns gesegnet mit diesem Geschenk unseres Bodhi-Bärchens, so die glücklichen Worte der Yoga-Lehrerin. Und sind voller Dankbarkeit, das Abenteuer. Familie erleben zu dürfen und dass diese wunderschöne Seele uns als Eltern ausgesucht hat, sick. Weiter verspricht Bartwal ihren Fans, nach ihrer Social-Media-Pause ab sofort wieder aktiver auf Instagram zu sein und bedankt sich bei all den guten Wünschen der letzten Wochen. Danke an alle von euch, die in meiner Schwangerschaft die letzten Monate mitgefiebert haben. Jetzt bin ich offiziell Teil des Mami-Clubs, yay, sick, freut sich die 36-Jährige, vom Model zur Yoga-Lehrerin. Wanda Bartwal galt in der 3. Staffel von Germany's Next Topmodel als eine der großen Favoritinnen. Sie schafft es auf den 4. Platz, ergatterte anschließend begehrte Jobs auf der ganzen Welt. Nach einigen Jahren im Rampenlicht hat sich Bartwal dann für einen neuen Weg entschieden. Sie ist leidenschaftliche Yoga-Lehrerin, betreibt den Podcast Yoga, Beyond the Asana und veröffentlichte in diesem Jahr bereits ihr 2. Buch Chakra Yoga.